Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie das bei der SPD immer so ist, man könnte glauben, nach dieser Rede ist alles in Ordnung und alle Bürgerinnen und Bürger hätten eine bezahlbare Wohnung in Deutschland. Das wäre schön, ja. Aber ich will daran erinnern, dass heute Wohnbautag ist in Berlin. Was passt da eigentlich besser, als vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir am Ende einer Legislaturperiode sind, mit konkreten Lösungen zu diesen Fragen, die Herr Ponold hier eben deutlicher analysiert hat, mit Lösungen zu kommen. Wir haben jedenfalls heute zweite, dritte Lesung zu unserem Antrag zur Einführung einer neuen gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft. Und wir haben eine Lösung heute hier vorgelegt, die möglich macht, genau diese Probleme, die hier eben besprochen worden sind, auch anzugehen. Die Linke schlägt Ihnen also deshalb vor, die Wohnungspolitik gemeinwohlorientiert zu organisieren. Auf dem Wohnbautag warf die Wohnungswirtschaft heute der Politik Staatsversagen vor und die Politik warf der Wohnungswirtschaft Marktversagen vor. Die Menschen haben deshalb aber trotzdem keine bezahlbare Wohnung. Dabei verhält sich der Markt, auch der Wohnungsmarkt, genauso, wie er ja nach der Wissenschaft auch funktionieren soll. Markt ist Wettbewerb, Wettbewerb ist Geschäft. Und ein gutes Geschäft ist nur dann ein gutes Geschäft, wenn es auch etwas abwirft, also Gewinn. Versagt hat aber der Staat. Leider. Denn erstens, weil er alle Wohnungen komplett zur Ware und damit marktfähig gemacht hat. Zweitens, weil er öffentliches Wohnungswesen privatisiert hat. Drittens, weil er sich aus der Wohnraumversorgung komplett verabschiedet hat, wir als Bund spätestens nach 2020. Und viertens, weil er Milliarden öffentlicher Gelder in private Profite umwandelt. Das gilt übrigens für alle Parteien, die an Staat irgendwo beteiligt sind, will ich hier deutlich sagen. Von all dem hatten Wohnungssuchende bisher nichts. Deshalb wollen wir die Wohnungspolitik vom Kopf auf die Füße stellen und die Wohnung wieder zum Allgemeingut machen. Und das, was wir da wollen, hat sich auch längst und vor allem schnell rumgesprochen. Und umso mehr und umso verbitterter informiert sich auch der Widerstand, vor allem aus Teilen der Immobilienwirtschaft und selbstverständlich auch bei unseren politischen Gegnern. Nicht nur, dass unserem Konzept und diese wissenschaftlichen Gutachten mittlerweile flächendeckende Gegengutachten und jede Menge aufgeregte Polemik entgegengestellt werden. Die Debatte hat dies zunehmender intensiviert und vor allem mit Schärfe und auch mit wenig Sachlichkeit geprägt. Deshalb will ich hier mal einiges klarstellen. Unser Antrag, also die neue Wohnungsgemeinnützigkeit einzuführen, soll das bisherige System der Wohnungswirtschaft nicht abschaffen. So weit gehen wir gar nicht, sondern es um mehr als nur ein Segment erweitern. Die neue Wohnungsgemeinnützigkeit soll und kann auch nicht per Dekret erzwungen werden. Das kann niemand verordnen, das ist auch nicht umsetzbar. Sie kann sich nur durch eigenes ökonomisch sinnvolles Handeln der Träger dauerhaft etablieren und einen öffentlichen Daseinsvorsorgeauftrag verlässlich und aus eigener Wirtschaftskraft erfüllen. Der Staat soll nach unserem Konzept nicht die Wohnungswirtschaft ersetzen, wie das in diversen Debatten immer behauptet wird. Aber er soll nur die Rahmenbedingungen setzen, die es gemeinnützigen Unternehmen oder Unternehmensteilen ermöglicht, Menschen mit bezahlbaren Wohnungen zu versorgen, anstatt öffentliches Geld über den Umweg von Wohngeld oder Kosten der Unterkunft in direkte Unternehmensgewinne umzuwandeln. Und davon sollen alle nach unseren Vorstellungen nicht nur kommunale Wohnungsunternehmen, sondern auch die privaten und auch die genossenschaftlichen partizipieren. Einzige Voraussetzung ist, diese wirtschaftlichen Vorteile sollen Sie in dauerhafte Sozialwohnungen investieren und diese vorhalten. Denn das ist ja der Sinn der Gemeinnützigkeit, sonst wäre es ja keine. Und der Clou ist, wir haben mit einem neuen Gutachten nachgewiesen, dass das geht, und zwar auch mit unter 5 Euro Netto-Kaltmiete, wenn alle zusammenarbeiten, Bund, Länder und Gemeinden. Das geht einfach, indem erstens der Bund ermöglicht, dass Wohnungsunternehmen das können, was die Berliner Stadtschlossstiftung auch kann, nämlich Unternehmens-
Umsatzsteuer zu sparen, dadurch, dass sie gemeinnützigen Zwecken zugeordnet wird. Das kann zweitens, können die Länder, indem sie in der föderalen Verantwortung auf eigene Steuern verzichten und zum Beispiel der Gewerbesteuer, dafür aber zinslose Kredite und Wohnungszuschüsse geben. Und das können drittens die Kommunen. Sie müssen wirklich dringend zum Schluss kommen. Und das können drittens die Kommunen dadurch, dass sie geeignete Grundstücke über Erbpacht oder durch verbilligte Konzeptvergabe zur Verfügung stellen. Dann sind alle in der Verantwortung, alle haben ihren Teil geleistet. Und lassen Sie uns das wenigstens in der nächsten Legislatur angehen. Und wir werden sehen, dass dann auch die Wohnungswirtschaft diese Möglichkeiten nutzen wird. Herzlichen Dank. Dr. Gianmarco Lutschak hat jetzt für die